Okay, hast du das gehört? Wir machen hier noch weiter. Hier ist noch eine Landwirtin auf der Bühne. Woher kommen Sie? Hallo, ich bin keine Landwirtin. Ich komme aus Berlin-Blankenfelde. Also wir beide. Und warum sind Sie hier? Ich bin hier, oder wir sind hier, weil wir es satt haben, dass Schweinen die Ringelschwänzchen abgeschnitten werden. Und wir haben es satt, dass Soylent entwickelt wird und wir möchten gerne gutes Essen essen. Noch eine Stimme fürs gute Essen. Was wollen wir haben? Gutes Essen wollen wir haben. Ich nehme an, wir haben noch ein paar Landwirte hier auf der Bühne. Woher kommen Sie? Ich komme aus dem Landkreis Rostock. Was machen Sie für Landwirtschaft? Das wird eigentlich gefallen, aber ich bin konventioneller Bauer und ich wehre mich schon seit Jahren innerhalb der ABL gegen die Agrarindustrie und dadurch vertrete ich hier meine Familie. Vielen Dank fürs Engagement der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Daniel. So, ich gehe mal ein bisschen in die Mitte vor. Ich fange mal hier an. Woher kommst du? Ja, hallo. Ich komme aus der Nähe von Lüneburg. Okay, und du bist auch Bauer? Ich bin Bauer und habe einen Biolandhof und bin schon seit, das ist das vierte Mal heute, glaube ich, ne? Das vierte Mal heute hier und ich bin vor allem deshalb hier, um euch zu zeigen, dass wir zusammen das breite Bündnis bilden und dass wir Bauern genauso dazugehören wie die Verbraucher und wie alle anderen Gruppen, die sich engagieren und dass wir eine vernünftige, verantwortungsvolle Landwirtschaft wollen. Und das müssen wir genau an dieser Stelle deutlich machen. So ist es. Dankeschön. Wir kommen heute aus Göttingen, also wir hatten eine sehr lange Anreise und ich bin hier, um für die Hochnachfolge zu stehen und das ist auch die Biopioniere, wenn sie jetzt langsam alt gehen und in die Rente, es hört nicht auf. Wir haben es satt und wir wollen eine gute Landwirtschaft machen in Zukunft. Ein Applaus für die Hochnachfolgerinnen! Und woher kommst du? Ich komme auch aus Göttingen, bin jetzt eigentlich mit dem Traktor mit Elisabeth aus Verden gekommen. Okay, mit dem Traktor aus Verden. Wow. Lange Strecke. Wie lange habt ihr gebraucht? 14 Stunden. Wow. 14 Stunden, das ist eine ganze Ecke. Wer hat 14 Stunden gebraucht, um hier zur Demo zu kommen? Hand hoch. Ich glaube, da bist du ganz schön weit vorne. Einen fetten Applaus. Genommen, um hier bei dem Protest dabei zu sein. Naja, weil es kann nicht sein, dass die kapitalistische Wertschöpfungskette immer weiter in die Landwirtschaft eingreift und die Natur ist nun mal nicht exponentiell steigerbar. Und das können wir einfach nicht haben. Okay, was ist deine wichtigste Forderung? Naja, wir müssen mit der Natur arbeiten und wir dürfen die Natur nicht ausbeuten. Klare Sache. Danke. Sieht so eingepackt aus, als wäre er auch mit dem Schlepper gekommen. Liege ich da richtig? Da liegen Sie richtig. Ich habe keine Kabine. Ich habe einen kleinen Traktor, weil ich Streuobstwiesen bewirtschafte. Da muss man unten durchfahren. Da brauche ich keine Kabine. Aber es war sehr kalt unterwegs? Nö. Gegenüber Stralsund ist es hier schön warm. Genießt die Berliner Sonne und die Berliner Wärme. Warum sind Sie hier? Was ist das wichtigste Anliegen? Zum einen möchte ich mit meinen Streuobstwiesen die Sorten erhalten. Und die Marktkonzentration zu den Konzernen ist immer eine Verengung der Sortenvielfalt. Und wenn man gerade denkt, Klimaverschiebung, wenn da noch was kommt, wir brauchen die Basis, die breite Vielfalt, aus der wir dann was schöpfen können. Wo kriegt man denn den Streuobstwiesen-Apfelsaft von Ihnen? Ab Hof in den Bioläden in der Nähe von Stralsund. Also Leute, sucht nach Streuobstwiesensaft und nicht nach fertiger Ware von einem Cuvée aus Plantagenäpfeln. Applaus für alle Bauern und Landwirte.